alleine auf Reisen. Neue Orte, neue Menschen, neue Situationen. Und all dem begegnet man alleine. Unabhängig und frei. Gerade dadurch entsteht die Möglichkeit, an sich selbst zu wachsen. Eine bereichernde Erfahrung im Leben. Doch ist das wirklich so? Ich habe mich vor 100 Tagen auf den Weg gemacht, ganz alleine durch die Welt zu reisen. Ich habe mit vielem gerechnet, aber tatsächlich nicht damit. Lange konnte ich mir nicht vorstellen, alleine zu reisen. Ich hatte sogar ziemlich Angst davor, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte gerade meine erste Firma aufgelöst und dachte, jetzt wäre der Zeitpunkt. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich selbst nochmal von einer neuen Seite kennenzulernen. Der Nachtbus brachte mich von Bangkok an die thailändisch-laotische Grenze. Nach einer schönen Zeit mit meiner Freundin in Thailand war es soweit. Ich würde alleine weiterreisen. Für mehrere Monate. Angekommen in Laos saß ich abends am Mekong-Ufer. Es waren die ersten Abende alleine. Beim Abendessen schaute ich auf das Wasser, in dem sich die Farben des Sonnenuntergangs spiegelten. Mich überkam ein trauriges Gefühl von Einsamkeit, diesen Moment mit keinem Menschen teilen zu können. Nicht einmal Worte bräuchte es in diesem Moment. Dafür zwei vertraute Augen, in denen sich meine Begeisterung spiegeln könnte. Etwas unsicher über meine Entscheidung, alleine weiterzureisen, checkte ich im nächsten Hostel ein. Tatsächlich war ich zu dem Zeitpunkt der einzige Gast in dem Hostel. Und zudem hatte ich mir noch irgendwas eingefangen. Dr. Google diagnostizierte mich schon mit den schlimmsten Tropenkrankheiten und der nächste Doktor war zwei Tage mit dem Boot entfernt. Hat nicht lange gedauert, bis ich mich in diese eigentlich milden Symptome immer weiter reingesteigert habe. Und dann lag ich abends in diesem Hostelzimmer, einsam, keiner da, in diesem 10-Bett-Dormzimmer und dachte mir, fuck, vielleicht sollst du einfach einen Rückflug buchen. Eine der Lektionen, die ich also gelernt habe, es wird auf jeden Fall Downs geben. Ich habe viele Menschen auf Reisen kennengelernt, die dachten, wenn sie auf Reisen gehen, dass sie eine Kette von positiven Ereignissen erwarten wird, anders als im Alltag. Aber die Wahrheit ist, auch auf Reisen bist du an die Gesetze des Lebens gebunden und da gibt es eben nicht nur 100% tolle Tage, sondern es wird eben auch da die Downs geben. Ich auf jeden Fall lag da im Hostelbett, versuchte irgendwie die Zeit totzuschlagen, bis es dann auf das Boot ging, schaute irgendwelche witzigen YouTube-Videos. Und dann ging es tatsächlich auch mit dem Boot weiter in die nächstgrößere Stadt in Laos. Zwei Tage war ich unterwegs auf dem Mekong und da hat sich alles verändert. Nach zwei Tagen schon super geile Leute kennengelernt auf dem Boot, interessante Gespräche gehabt und vom Boot aus die Landschaft genossen. Man könnte sogar sagen, dass hier direkt die besten Tage meiner Reise auf mich warteten. Wir formten die sogenannte Bootscrew, das waren also alle Reisenden und aber auch Locals, die mit uns auf dem Boot waren. Und in der nächsten Stadt haben wir dann direkt am Wochenende auch zusammen einen drauf gemacht. Das muss sein. Zweitens, nach der Talfahrt geht es bergauf. Ich glaube, manchmal braucht es das auch, diese Downs, damit du auch diese Ups, diese Highs dann auch wieder wertschätzen kannst. Und für mich, weil ich da so coole Leute kennengelernt habe, direkt ein paar Tage danach, hat mir das direkt sehr viel Hoffnung gegeben, auch für den Rest der Reise, dass ich auf jeden Fall coole und spannende Menschen kennenlernen kann. Drittens, freie Entscheidung. Für mich war das wahrscheinlich sogar mit das Beste am Alleinereisen. Die Freiheit, einfach immer entscheiden zu können, wo du gerade bist, mit wem du bist und wie lange du vor allem an einem Ort bleibst. Und das ist vor allem deswegen schön, weil es oft Orte gibt, wo du doch vielleicht einfach ein bisschen verweilen möchtest. Wo du einfach mal die Atmosphäre vor Ort aufsaugen möchtest. Das Thema Slow Traveling, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, kannst du dir hier oben einmal klicken. Und das ist vor allem möglich, wenn du alleine reist. Einfach mal Tiere zu beobachten, sich in ein Café zu setzen, vielleicht mal durch eine einsame Straße zu spazieren. All das geht vor allem sehr, sehr gut, wenn man alleine reist. Viertens, du wirst viele Menschen kennenlernen.
Zu Hause, im Alltag, da wissen wir, manchmal ist es gar nicht so einfach, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen. Vor allem fremde Leute, die sprichst du ja nicht einfach mal eben so an. Es sei denn, es ist Samstagnacht und ist schon ordentlich Alkohol geflossen. Aber sonst ist es manchmal auch schwierig, im Alltag wirklich mit ganz neuen Menschen in Kontakt zu kommen, richtig? Und vor allem sagst du nicht am zweiten Tag, hey, lass mal zusammen einen Roadtrip starten. Aber tatsächlich schließen wir davon im Alltag irgendwie auf das Alleinereisen, aber das macht gar keinen Sinn. Denn auf Reisen herrscht so eine Art Ausnahmezustand. Und da ist es trotzdem, dass man in einer Situation, wo man auf ganz viele Leute trifft, die genau das Gleiche suchen wie du. Die warten quasi nur darauf, dass du ein Angebot machst, dass du mit ihnen sprichst, dass sie dich kennenlernen können. Tatsächlich gab es auch eine Situation, wo ich dachte, okay, das wäre jetzt aber der Punkt, wo ich wirklich dann alleine sein werde. Da hat mich eine saftige Mandelentzündung erwischt. Das war die Zeit in Kambodscha. Und dann war ich im Hostel, lag die meiste Zeit aber eigentlich im Hostelbett oder oben vielleicht auf der Poolliege, konnte aber leider nicht in den Pool. Und da war es tatsächlich so, dass ich dachte, okay, jetzt fehlt mir jegliche Legitimation, eigentlich hier zu sein, weil alle Menschen, die hier sind, die wollen eigentlich eine gute Zeit haben. Das Hostel ist auf neue gemeinsame Momente ausgelegt. Und ja, was mache ich denn jetzt hier? Aber tatsächlich haben ganz, ganz viele, mit denen ich auch den Abend vorher, bevor mich dann die Mandelentzündung erwischt hat, mit denen ich unterwegs war, die haben immer wieder gefragt, wenn sie mich gesehen haben, in der Lobby oder wenn ich umhergegangen bin, hey Dennis, wie geht's dir denn? Und da war wirklich ein Gefühl da, dass ich nicht alleine bin und dass ich hier trotzdem einen Ort habe, wo man sich irgendwie verbunden fühlen kann. Und das war für mich super, super wertvoll, diese Erfahrung zu machen, auch auf Reisen. Aber ich mache kein Geheimnis draus, es gibt natürlich auch einen sehr harten Teil daran. Wenn man Leute kennenlernt, heißt es nämlich auch, dass man sie irgendwann wieder verabschieden muss. Vielleicht hast du das Glück, auf der nächsten Reise auch Leute zu treffen, mit denen du einfach auch ein paar Tage unterwegs sein kannst. Ich für meinen Teil, bei mir war es eher so, dass ich höchstens 4 bis 5 Tage mit den gleichen Leuten gereist bin. Nicht, weil es nicht gematcht hat, sondern weil jeder ja schon so ein bisschen seine eigenen Reisepläne hat und seine eigenen Ideen mitbringt, wenn er in ein Land kommt. Und oft ist die Zeit dann doch eben limitiert. Der eine muss weiterreisen und so steht irgendwann der Abschied an. Was auch sehr witzig ist, ist, wenn man Leute, mit denen man schon zuvor gereist ist, auf Reisen wieder trifft, ohne dass man es plant. Und das war tatsächlich im Süden von Laos so. In meinen letzten Tagen hatte ich gerade so ein Bungalow auf einer Insel im Mekong-Fluss. Und ich lag gerade so auf meinem Bett und dann klopfte es auf einmal an der Tür. Dong, dong, dong. Ich dachte so, was ist denn jetzt los? Habe ich irgendwas nicht bezahlt? Ist vielleicht der Hotelmanager da? Hat irgendeine Beschwerde? Dann gehe ich so hin, öffne die Tür, ohne mir irgendwas zu denken. Und dann steht der Italiener vor der Tür, mit dem ich zuvor im Norden schon gereist bin. Hat er dieselbe Reiseroute also gehabt. Und ja, da stand er, hat zu mir gesagt, I saw your shoes. Diese unverhofften, spontanen Überraschungen. Ich finde, das macht es halt auch richtig aus. Doch stell dir jetzt vor, du bist ein paar Tage unterwegs mit genau diesen Leuten, hast eine richtig gute Zeit und dann trennen sich eure Wege wieder. Dann kann schon mal die Einsamkeit kicken. Ich will es nicht leugnen, es gab auf jeden Fall Momente auf meiner Reise, wo ich mich sehr einsam gefühlt habe. Und ja, in diesen Momenten, da willst du einfach nur mit vertrauten Menschen an einem vertrauten Ort sein und das geht dann gerade nicht. Ich weiß, es ist eine andere Einsamkeit. Es ist eine Einsamkeit, die ich mir ja ausgesucht habe. Ich kann ja jederzeit wieder in ein stabiles soziales Umfeld zu Hause zurückkehren. Deswegen ist es nicht die Einsamkeit, die von Dauer ist. Also, das ist ja ein Privileg, wenn ich also mir aussuchen kann, mal einsam zu sein, während es auch viele Leute gibt, die ja auch wirklich dauerhaft einsam sind. Und ich glaube, das verleiht der Einsamkeit vielleicht sogar fast so ein romantisches Gefühl. Allein sein zu müssen, ist das Schwerste. Allein sein zu können, das Schönste. Hans Krailsheimer. Das Alleine sein zu begrüßen, das hat bei mir definitiv gedauert. Was mir sehr gut geholfen hat, war tatsächlich die erste Pilgerwanderung, die ich gemacht habe. Da war ich für mehrere Tage in der Natur unterwegs, bin Wildtieren begegnet und da habe ich wirklich das erste Mal gelernt, was es eigentlich heißt, mit sich selbst zu sein. Ich habe dann viel über mich und auch über das Leben nachgedacht und über meine Vergangenheit, über meine Zukunft und bis dann auch irgendwann alle Gedanken auch mal gedacht worden sind. Und erst wenn diese Gedanken alle mal gedacht worden sind, was im Alltag glaube ich auch schwierig ist mit der ganzen Ablenkung, erst dann kehrt auch dieser Zustand der Stille und der Ruhe ein. Und diesen Zustand in mir drin wirklich mal kennenzulernen,
Ich glaube, das war wirklich das erste Mal in dieser Fülle. Siebtens, ein neues Level von Offenheit. Ich würde mich selber als offene Person schon sehen, aber trotzdem werde ich auch immer wieder auf Reisen gechallenged. Und das liegt daran, dass du nicht immer bestimmen kannst, welchen Menschen du begegnest und welche Menschen du kennenlernst. Und das werden auch mal Menschen sein, die nicht deine Meinung vertreten oder dein Weltbild. Und zu Hause ist es ja eher so, dass du in deinen Bubble unterwegs bist, die dann ein ähnliches Weltbild oder ähnliche Meinung vertreten. Und so kommt man dann zu wirklich schönen Begegnungen und zu spannenden Gesprächen. Erst vor ein paar Tagen war ich auf einem Trail unterwegs und da habe ich eine Solo-Hikerin kennengelernt, die überlegt, wie es ist, ohne Partner Mutter zu werden. Also eine alleinerziehende Mutter direkt vom Beginn an. Damit bin ich vorher einfach noch nicht in Kontakt gekommen. Und darüber einfach mal zu sprechen, wie ist denn das, was sind ihre Gedanken dazu, fand ich unheimlich spannend. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Geschichten und auch Learnings, die ich jetzt mitgenommen habe, die ich ganz, ganz fest in mir trage. Insgesamt war für mich das Alleinereisen eine der wertvollsten Erfahrungen meines Lebens. Ich habe großartige Menschen kennengelernt und mich von ihren Geschichten inspirieren lassen. Der Abschied, der fiel nicht immer leicht, doch genau diese knappe Zeit miteinander machte es auch so besonders. Gerade zu Beginn wusste ich noch gar nicht so richtig, was mit mir selbst anzufangen. Erst mit der Zeit konnte ich auch die Zeit mit mir selbst immer mehr genießen. Ich habe neuen Mut und Selbstvertrauen entwickeln können für all das, was jetzt kommt. Und dafür bin ich unheimlich dankbar.